Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Ich bin zusammen wieder mit dem Notrufmann. Du bist jetzt gerade überlegt. Und wir sind an einer alten Schachtanlage. Und was das gibt, seht ihr wie immer. Jetzt, es geht los. Da sind wir. Zwei andere Urwechsler sind auch noch da. Hinten gerade. Jetzt gucken wir mal, was das gibt. Sogar Wasser unten noch drin in dem Kühlturm hier. Wahnsinn, ey. Vor allem sehr selten sind auch rote Seilscheiben. Normalerweise sind die immer so in so einem Grün gehalten, aber hier sind sie halt rot. Die Schachthalle. Wow. Wow. Okay, Leute, hier sind noch mal ein paar Teile. Ein paar Schränke, Materialschränke, die hier rumliegen. Da liegt noch ein Container. Wahrscheinlich wird man die Sachen irgendwann mal abholen. Hier haben wir also eine Zementanlage und hier haben wir den Schacht. Mein Gott, durchgezündet. 723 zu 37 neu, 23 alt, 230 neu, 83 alt, 374 neu. Wow. Fällt mir der Schnapper aus der Hand. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon am Anfang gesehen. Es ist hier quasi gar keine Kohle hochgekommen. Ihr könnt es jetzt hier auch nochmal schön sehen. Es war halt ein reiner Materialschacht und beziehungsweise teilweise als Personenschacht vorgesehen. Wir haben hier eine ganz winzig kleine Kaue da, wo gerade der Notrufmann hinten steht. Aber es war, wie gesagt, hauptsächlich so der Materialschacht für größere Maschinen, die man dann hier hätte einführen können in dem Bereich. Und dann wäre es hier abwärts gegangen. Ja. Spannend, spannend. Das Ding ist auch noch relativ modern. Also ihr seht, dieses ganze Gerüst, was hier rundherum gebaut wurde, kam auch relativ spät. Ich glaube, erst in den 90ern oder so wurde dieses Teil hier aufgestellt. Die eigentliche Schachtanlage hier, die wurde woanders abgebaut und hier wieder hingesetzt. Also die gab es schon, die existierte schon, wurde woanders dann abgebaut und hier hingebaut. Und dann wurde halt dieser komplett neue Rahmen hier drauf gesetzt. Und dann war es halt relativ wenig nur in Betrieb. Ich sehe gerade hier, wir haben hier schon ein paar spannende Anzeigen. Sehr spannend. Ziel 1300 Meter Sohle. Lampenprüfung. Das geht natürlich alles nicht mehr. Hier unten hätten wir theoretisch die Lampenprüfung. Hier hätten wir was anderes oben gehabt. 1300 Meter Sohle. Und hier hätten wir das Notsignal. Der normale Anschläger, den gibt es gar nicht mehr. Den hat sich einer abgeschraubt. Beziehungsweise sieht es aus, als würde hier die Glocke gegangen haben. Und hier haben wir die typischen Anzeichen. Aber da steht auch nichts mehr drin, komischerweise. Normalerweise würdet ihr jetzt hier sehen, Druckluft angeschlossen oder Rasenhängebank. Aber da steht gar nichts mehr. Da oben wäre noch ein bisschen was Rotes. Naja, schade. Ansonsten ein sehr schicker Schacht. Ihr habt ja am Anfang auch so die Außenaufnahmen gesehen von dem Ding. Es ist schon wirklich was Einzigartiges, weil die Seilscheiben auch rot sind. Das sieht man im Bergbau grundsätzlich nicht. Normalerweise haben die immer so die gleiche Farbe wie die eigentliche Förderanlage. Aber hier hat man sich gedacht, der Akzent in Rot knallt eigentlich. Ich guck mal, ob ich jetzt irgendwie nach oben komme. Das ist auf jeden Fall schon sehr marode hier alles. Ja, und hier könnt ihr es nochmal schön sehen. Also bis hier oben konnte man alles freibauen und dann große Bauteile hier reinsetzen. Und dann ging es da unten runter in den Schacht. Ich guck mal, ob ich irgendwie in den Keller komme. Weil normalerweise haben diese Gebäude immer noch einen Keller. Und dann kommen wir ziemlich nah an der Verfüllstelle ran. Mein Gott, ey. Schön. Richtig schön. Richtig, richtig, richtig nice. Und es riecht halt immer noch so ein bisschen nach Zeche. Hier haben wir wieder so eine Anzeigetafel. Vielleicht steht da ein bisschen mehr drauf. Nee. Und ich kann man leider nicht mehr lesen. Aber hier haben wir den Anschläger noch. Den man auch nicht mehr betätigen kann. Fördermittel frei, 1300 Meter Sohle. Ich glaube, der konnte nur 1300 Meter fahren. Das ist immer so super, super gruselig, wenn man bedenkt, dass nach so einer Schließung das Gebäude sofort in sich zusammenfällt. Ihr könntet ja sehen, wie der Rost hier weiter fortschreitet. Bei der ganzen Angelegenheit hier, das eigentliche Schachtgerüst, ist ja total gruselig schon. Ne? Ich könnte übrigens den Deckel hier auch noch zumachen, um Arbeiten durchzuführen, aber es ist halt einfach gruselig. Wie schnell sowas passiert, wenn kein Strom, wenn keine Hitze mehr da ist, dann geht das Ding in sich selber auf hier. Jetzt leider. Oh, da schläft ein Dingens da unten. Da schläft ein Marder oder was das sein soll. Oder hat er sich hingelegt, um seine letzten Stunden irgendwie zu übernehmen?
der Geruch wird intensiver hier. Oh. Nee, der ist nicht, der macht nichts mehr heute. Ja, genau. Da liegt der Marder. Oder was das Ding darstellt, auf jeden Fall ist das schon so ein bisschen angegriffen. Aber jetzt stehe ich da, wo quasi der Korb eingefahren wäre. Ultra, ultra spannend. Wir haben hier zum Beispiel noch eine Entgasungsleitung. Oh, Dämme vierte Sohle für die Dämme der vierten Sohle. Fünften und sechsten Sohle. Wann wird er eingerichtet? 2011. Der eigentliche Schacht, ihr seht, der ist teilweise sogar nicht nur mit Zement verfüllt. Hier ist natürlich überall Zement drauf, aber die haben auch Lockermassen hier eingefüllt in dem Ding. Es ist leise. Es ist tatsächlich leise. Das heißt, es ist nicht dumpf irgendwie. Teilweise werden im Ruhrgebiet die Schachtanlagen mit Lockermassen verfüllt. Das heißt, ihr würdet das hören, wenn ihr drauf tretet. Aber hier hat man das Ding halt wirklich für die Ewigkeit zugebombt. Ja. Wahnsinn. Hier könnt ihr noch schön sehen, hier von der Seite kam der Zement, ist hier schön runtergelaufen. Und da hat man das Ding einfach vorlaufen lassen. Es ist traurig. Ich finde es ehrlich traurig. Guckt euch das mal an. Ich glaube, die Kamera fängt es gar nicht ein, weil es so super weitwinklig ist. Da oben sind vier Seilscheiben. Das heißt, hier waren zwei Körbe, einer schmaler, einer breiter. Hier haben wir einen ziemlich breiten Korb, das seht ihr jetzt schön. An der Seite links, rechts die Backen. Und hier haben wir einen schmalen Korb gehabt, der wahrscheinlich dann eher als Personenförderung dient. Und der war dann halt wirklich Materialschacht. Ne? Wow, ey. Super spannend. Ich verstehe auch nicht, wieso solche Anlagen immer verkommen. Ich würde echt mir wünschen, dass man so ein Ding mal kaufen kann. Ich wüsste zwar noch nicht, was man damit anstellen könnte, aber das wäre eine richtig coole Sache, dass man den nochmal in Stand setzt für irgendwelche anderen Arbeiten. Weil die Hallen grundsätzlich, so diese Infrastruktur, ist ja schon ganz geil. Aber naja, das Problem ist, wenn die Kabeldiebe einmal da waren, ist hier kein Strom mehr, ist hier kein Wasser mehr, ist hier kein gar nichts mehr. Und das kostet wahrscheinlich mehr, das Ding wieder einzurichten, als quasi das Ding neu zu bauen. Ja. Ja, hier könnt ihr das sehen, ganz ein Kabel rausgerupft von den Bühnen. Da ist auch nichts mehr übrig, aber da hinten haben wir nochmal einen Kabelschacht. Theoretisch ja, praktisch nein. Schade, hätte ich mir gerne angeguckt, aber vielleicht gibt es draußen noch einen Eingang, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Dann fahren wir wieder. Was ist das für ein riesen Hydraulikstempel hier? Guck mal, der konnte die Rolle vorn zurückziehen noch. Und dann? Was kann die denn dann? Das heißt, das wird eine reine Umlenkrolle gewesen sein. Und hier war auch ein breites Flachseil drauf. So ein Bobinenseil. Jetzt könnt ihr das Ding auch nochmal frontal sehen. Hier haben wir übrigens so ein Schachttor. Da seht ihr mal, wie fett diese Dinger sind, mit was für einer Arretierung. Da oben ist eine Hydraulik verbaut, weil das Ding so schwer und so groß ist, um das Teil überhaupt auf und zu machen zu können. Ja, hier vorne gibt es keinen Schachttor mehr. Das war höchstwahrscheinlich, wenn man das so den Schraublöchern beurteilt, ziemlich groß, um das auf und zu fahren. Interessant ist übrigens auch noch, genau, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Diese Bühne hier, die könnt ihr quasi runterklappen, wenn hier Arbeiten am Schachtgerüst vorgenommen werden. Wenn hier oben irgendwelche Bremsblöcke neu müssen oder was neu gefettet wird oder neue Elektronik dran muss, dann klappt man dieses Ding halt zu, damit man halt nicht direkt da 1000 Meter in die Tiefe fällt, ne? 1300 Meter, weil dann war es das mit der Genesung im Krankenhaus, weil dann bist du raus aus dem Programm. Wir stehen jetzt hier quasi im Personenschacht, ihr könnt das nochmal sehen. Das Ding ist auf jeden Fall schmaler wie das. Das ist halt der breite Schacht und das ist halt so das schmale Ding. Beziehungsweise gibt es nur einen Schacht hier, aber die Arretierungen sind halt für einen schmaleren Korb vorgesehen. Und die Rolle hier, die kann, weiß ich auch noch nicht. Die Glocke. Nice. Das Ding ist beim Bergbau unverzichtbar. Also immer dann, wenn der Korb ankommt, immer dann, wenn der Korb irgendwie bewegt wird, gibt es da halt ein Signal. Das, was ihr jetzt gehört habt, ist es natürlich nicht, weil ich habe jetzt einfach mal wild drauf rumgekloppt, aber es gibt halt unterschiedliche Signale, damit man halt unter Tage sagen kann, was man möchte. Man drückt dann da quasi drauf, nicht auf diesem Ding, also das ist jetzt ein Notsignal, aber man kann dann da so einen Hebel ziehen und dann gibt man quasi wie so ein Morse-Signal nach oben und sagt dem Fördermaschinisten, der quasi in dem Maschinenhaus nebenan sitzt, es kann losgehen, die Reise. Ja, für mich wird die Reise auch losgehen, wenn ich wüsste, wo die anderen sind. So, wieder im Außenbereich gelandet. Jetzt haben wir noch eine Maschinenhalle. Hier kamen die Seile raus aus dem Ding und gingen dann da auf die Seilscheiben. Was ist das denn? Nebenseilmaschine. B. Krass, okay, das wird natürlich erklären, warum da
ist ein Flachseil drauf, so ein Bobinenseil, ja, ne? Ja, das ist so ein Flachseil, Leute. Ihr könnt das hier schön sehen, das ist ultra fettig. Ich pack's jetzt nicht an, aber deswegen stand halt gerade dieses Förderrad da, was ihr gesehen habt. Das war ja für so breite, es gibt breite Seile, es gibt so Rundseile. Und das ist halt so ein breites Seil. Ich glaube, der Vorteil daran ist, dass sich ein breites Seil nicht so oft ineinander verdreht. Das passiert eher so bei den Rundseilen. Und das ist hier so eine Nebenfördermaschine. Da oben ist das Rad, da geht das Seil drauf und dann wird's losgehen. Aber dass da irgendwie 1000 Meter drauf sind, kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Ist auf jeden Fall gut gefettet für die Ewigkeit. Ist gut für die Umwelt, das Ding. Ja, hier kamen wir aber gerade lang. Das heißt, ich habe gerade auf dem Weg schon nichts gesehen, was offen sein könnte annähernd. Die Tür da oben ist verrammelt, hier unten ist alles zugeschweißt. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, ihr müsst euch leider mit einem Turm zufrieden geben, der jetzt auch relativ unspektakulär war für den einen oder anderen Zuschauer. Für mich war es jetzt wieder super spektakulär, weil es halt schon was Spezielleres. Man spricht auch von einem Golfschläger. Das habt ihr vielleicht in den Anfangsaufnahmen gesehen. Es ist was Besonderes und ich finde es halt nach wie vor scheiße, dass die Kohleproduktion in Deutschland eingestellt wurde. Dass das eine Tradition den Bach runtergeht, nur weil irgendwelche Politiker meinen, man muss jetzt go green gehen. Ihr kennt meine Einstellung dazu und ich würde sagen, schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch wieder immer unten rein und schreibt mir die nicht immer auf Instagram, weil hier unten in den Kommentaren lese ich viel eher als Instagram irgendwelche Privatnachrichten anfragen. So, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, Hellsam im Dunkeln oder mal wieder ein bisschen RTW oder Amarok-Teil kommt. Bis später. Ciao.